Noch nie haben wir so hohe Datenraten gemessen wie hier in Alzey in Rheinland-Pfalz. Hier bei Telekom Netz zeigen wir euch ganz exklusiv den Weltrekord. Wir zeigen bei einem Test unter realen Bedingungen Datengeschwindigkeiten, die es so auf der ganzen Welt noch nicht gegeben hat. Möglich wird das durch den Einsatz des 6 GHz Frequenzspektrums. Es ist ein Spektrum im hohen Bereich. Wir nennen das auch das Upper Band oder Upper Bereich. Im Grunde genommen liegt zwischen 6425 MHz und 7125 MHz. Ein Spektrum, was heute nicht für Mobilfunkdienste umgewidmet ist und ein Spektrum, was derweil eine sehr hohe Aufmerksamkeit genießt, und zwar weltweit, und wird unter verschiedenen Einsatzmöglichkeiten getestet. Es ist ein Spektrum, was die Eigenschaft hat, relativ wenige 100 Meter sozusagen im Sinne der Versorgung zu erreichen, dafür weist aber sehr hohe Kapazitäten und Datenraten auf. Ihr habt ja schon mal das 6 GHz Spektrum getestet. Um was geht es denn heute? Heute geht es ja darum, in Kombination mit dem 3,6 GHz gemeinsam zu testen, also mit dem Spektrum, was bereits heute bei uns in Dienste sozusagen ist, und das wollen wir zeigen. Das ist ein Spektrum oder eine Lösung, was wir insbesondere für die innerstädtischen Verdichtungen künftig einsetzen wollen. Das Spektrum, wie gesagt, steht heute nicht zur Verfügung, gehen aber davon aus, dass wir ab der Mitte der Dekade das Spektrum für Mobilfunk umgewidmet werden wird. Die Telekom hat sich Alzey als Test für den Geschwindigkeitsrekord ausgesucht, weil sie hier unter realen Bedingungen testen kann. Außerdem ist Alzey schon 2014 bekannt geworden für einen Rekord bei LTE mit damals 580 Megabit die Sekunde. Jetzt, 9 Jahre später, legen wir nach. Wir testen nicht mehr LTE, sondern auf unserem neuen Mobilfunkstandard 5G. Außerdem haben wir einen Testwagen, der ein Handy simuliert, da es natürlich noch keine Smartphones gibt, die für den Einsatz von 6 GHz Frequenzen geeignet sind. Das ist ein typisches Szenario, was wir vorfinden. Wir haben hier zunächst mal die Basisstation im Abstand von etwa 100 Meter. Natürlich in der gemeinsamen Ausbauszenario mit 3,6. Stell dir vor, das ist hier ein Marktplatz oder ein Restaurant oder ein Café, wo viele Kunden sitzen, dann können wir auch dementsprechend die Kapazität auch bereitstellen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ja klasse. Bist du bereit für den Weltrekord? Definitiv, und vielleicht noch mal ergänzend, im Leben eines Berufsingenieurs kommt sowas selten vor. Ich freue mich, dabei zu sein. Und das, was wir heute zeigen und auch sehen wollen, ist schon eine Performance, die in der Art und Weise noch nie irgendwo gezeigt worden ist. Also wir sehen jetzt schon, dass wir die Performance bei 12 Gigabit. Das ist die 12! Die 12 Gigabit pro Sekunde erreichen. Das ist die Bündelung der Performance aus dem 3,6 Gigahertz und dem Upper 6 GHz Bereich, was wir aufgebaut haben, und in der Summe ergibt sich dann die 12 Gigabit pro Sekunde. Jetzt zeig noch mal die Graphen genau, erklär mal die unteren, das ist die 3,6er, genau, richtig? Genau, der untere Bereich zeigt die Performance, die durch 3,6 im Grunde genommen generiert wird. Also das sind in etwa die 1 Gigabit pro Sekunde, und der mittlere Graph zeigt die Performance, die durch den Upper 6 GHz sozusagen erreicht wird. Da liegen wir bei etwa 11 Gigabit pro Sekunde, und in der Summe macht es dann die 12 Gigabit pro Sekunde, die wir auch zeigen wollten. Also wir halten fest, Alzey im Sommer 2023 12 Gig im Mobilfunk pro Sekunde. Das ist richtig, und wir sind live dabei. Die Tests der Telekom sind wichtig für die Funkexperten aus aller Welt. Die kommen im November zur Weltfunkkonferenz zusammen und entscheiden dort, ob die Frequenzbänder tatsächlich für den Mobilfunk genutzt werden können. Nicht nur die europäischen Mobilfunknetzbetreiber wünschen sich das so, sondern viele weltweit. Der Bedarf von unseren Kunden für mehr Kapazität und mehr Geschwindigkeit steigt ständig. Und das 6 GHz Spektrum im Moment ist die einzige verfügbare Spektrum, die Charakteristiken hat, auch die beste Charakteristiken mitbringt, wie wir im Alzey gesehen haben, um diesen Bedarf zu decken.
Deswegen hoffen wir, die World Radio Conference diesen Richtung vorgibt, damit wir das vom Mobilfunk nutzen können. Möglich wurde der Gigabit-Weltrekord von Alzey durch die Bündelung von verschiedenen Mobilfunkfrequenzen. Das ist ja im Prinzip, was wir seit LTE eigentlich kennen, richtig? In der Tat ist es richtig. Also im LTE-Bereich nennen wir den Fachbegriff Carrier Aggregation, also die Bündelung mindestens zwei Frequenzen und höher. In der Zukunft natürlich kann man die Frage stellen und die Erwartung auch stellen, dass auch eine Carrier Aggregation Funktionalität auch für diese beiden Spektren entwickelt wird. Vom Gigabit-Weltrekord in Alzey nicht weit entfernt gibt es übrigens noch einen Weltmeister. Der Kirchturm von Gau-Weinheim ist noch schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Dieser hier hat eine Neigung von 5,4 Grad und ist damit der schiefste Turm der Welt. In Rheinhessen sagt man, der ist ganz schee-schepp, der Kirchturm. Hat euch das Video gefallen, dann lasst uns ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unten. Und ansonsten habe ich hier ein Video verlinkt von unseren ersten 6 Gigahertz-Versuchen in Bonn im Oktober 2022. Und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr nichts bei Telekom Netz. Und ich sage heute Tschüss aus Rheinhessen.